Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute möchten wir gemeinsam mit euch die Erstprüfung einer elektrischen Anlage gemäß DIN VDE 0100-600 durchführen und dokumentieren. Also, bleibt dran! Das heutige Video wird gesponsert von unserem Partner Elektrowandelt. Elektrowandelt steht für günstige Preise, eine kompetente Beratung und eine große Auswahl an Produkten. Aktuell umfasst das Markensortiment über 80.000 Produkte. Da findet man wirklich alles, was man braucht. Aus eigener Erfahrung können wir auch berichten, dass der Versand schnell und zuverlässig erfolgt. Also, wenn ihr irgendwas braucht, dann schaut da gerne mal vorbei. Bevor wir wirklich mit den Messungen loslegen, möchte ich euch noch ein paar Hinweise geben, die wichtig sind. Und zwar, die Erstprüfung besteht aus drei Teilen. Da blende ich euch jetzt gleich mal ein Protokoll ein und umkreise euch, was damit gemeint ist. Also es gibt die Teile besichtigen, erproben und messen. Die werden wir jetzt dann auch gleich alle nach und nach durchgehen. Ansonsten, wenn ihr jetzt einen Stromkreis habt, in dem mehrere Steckdosen nebeneinander oder auch in unterschiedlichen Räumen drauf hängen, dann müsst ihr jede dieser einzelnen Steckdosen messen. Es reicht nicht, nur eine der Steckdosen zu messen, denn es kann ja zum Beispiel in jeder einzelnen Steckdose irgendwie ein Verdrahtungsfehler vorliegen. Bei RCD-Gruppen, wie wir das auch zum Beispiel in unserer Verteilung hier sehen, hier haben wir ein RCD mit 6 Sicherungen. Da reicht es allerdings, die RCD-Messungen an einer Steckdose durchzuführen. Also ihr könnt theoretisch jetzt hier an unserer Steckdose das Messgerät einstecken, die RCD-Messung durchführen und das reicht dann für den RCD. Ihr müsst nicht auch an die anderen Stromkreise rangehen. Ansonsten noch wichtig für die Prüfung, es ist sehr wichtig, ein zugelassenes Messgerät zu verwenden, so wie wir jetzt in diesem Fall ein Messgerät von Chauvy Anu. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Also es reicht jetzt hier nicht nur ein 2-poliger Spannungsprüfer. Des Weiteren wird auch in der DIN VDE 0100-600 gefordert, dass nach Beendigung der Prüfung einer neuen Anlage oder auch von Erweiterungen grundsätzlich ein Prüfbericht erstellt werden muss. Und der Bericht muss eben diese Punkte, wie oben schon besprochen, umfassen. Also besichtigen, erproben und messen. Da würde ich jetzt auch sagen, starten wir gleich mal in der Praxis, dass wir hier nicht so lange in der Theorie rumgurken und fangen einfach mal an. Also Punkt 1 ist jetzt erstmal die Besichtigung. Das blende ich euch jetzt auch hier wieder auf dem Messprotokoll ein. Da werden jetzt erstmal so Sachen überprüft wie Auswahl der Betriebsmittel. Also haben wir hier den richtigen RCD, haben wir hier die richtige Sicherung, die richtigen Stromschienen, ist hier berührungssicher, alles abgedeckt. Sind die einzelnen Sachen auch beschriftet? Passt das alles zusammen? Das ist mal unter Besichtigen auf jeden Fall gemeint. Auch sind die richtigen Leitungsquerschnitte ausgewählt und so weiter. Dann beim Erproben, da geht es jetzt zum Beispiel auch einfach mal darum, den FI-Schutzschalter, den RCD zu überprüfen. Unabhängig von den genauen Messwerten geht es einfach darum, den mal einzusichern und die Prüftaste zu drücken und schauen, ob das schon mal funktioniert. Das sieht gut aus. Und ansonsten zum Erproben gehört dann auch sowas wie das Rechtsdrehfeld festzustellen und eben die Drehrichtung der Motoren, die in der Anlage angeschlossen sind und so weiter. Wie gesagt, seht ihr auch hier im Messprotokoll. Das kommt natürlich dann auch immer auf die einzelnen Anlagen drauf an, denn in einer normalen Wohnung werdet ihr jetzt wahrscheinlich keine Kreissäge haben, bei der das Rechtsdrehfeld festgestellt werden muss. Nachdem wir besichtigt und erprobt haben, können wir uns um die Messung kümmern. Dafür wechseln wir jetzt gleich mal zur Steckdose rüber. Beginnen wir mit unserer Isolationswiderstandsmessung. Dafür schalten wir das Gerät ein und gehen hier unten auf das zweite Zeichen, auf das M mit dem Ohm-Symbol. Nochmal ganz kurz zum Messgerät. Das Messgerät wurde uns zur Verfügung gestellt von Chauvy Anu. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Aber wie auch immer, darum soll es nicht gehen, sondern es soll um das Messgerät gehen. Und das ist wirklich super. Wir sind sehr froh, dass uns das von Chauvy Anu zur Verfügung gestellt wurde. Können da auch nur Positives bis jetzt berichten, hatten da einen sehr netten Kontakt. Und ja, also wenn ihr da was braucht, die haben diverse Messgeräte, dann einfach mal gerne bei denen vorbeischauen. Und solltet ihr da Fragen haben, einfach an den Support melden. Der wird sich sicherlich zeitnah dann um euch kümmern und bestens betreuen. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass in Zukunft noch öfter irgendwelche Geräte von dieser Firma bei uns in den Videos auftauchen werden. Aber wir sind jetzt bei der Isolationsmessung angekommen.
Und dafür ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, solltet ihr irgendwelche Überspannungsschutzeinrichtungen in eurer Verteilung haben, wie wir in unserem Fall, dann müsst ihr die unbedingt vom Netz trennen, damit diese nicht beschädigt werden. In unserem Fall geht das ganz einfach mit unserem Dehnüberspannungsschutzableiter. Da könnt ihr hier draufklicken und die einzelnen Varistoren herausziehen. Wie ihr sehen könnt, das geht wirklich einfach und schnell. Falls eine Trennung nicht möglich ist, ist eine Absenkung der Messspannung auf 250 Volt ebenfalls zulässig. Es muss aber auch weiterhin ein Isolationswiderstand von mindestens 1 Megaohm nachgewiesen werden. Um die Messungen durchzuführen, brauchen wir natürlich noch entsprechende Messleitungen. Das haben wir hier. Die stecken wir einmal hier oben. Also ihr könnt bei dem Gerät, das ist auch ganz cool, ihr habt da unten so eine Hilfetaste oder mit einem Fragezeichen, da könnt ihr mal drauf drücken und dann sieht man auch, wie die entsprechenden Messungen durchgeführt werden müssen. Also ihr seht jetzt zum Beispiel, dass von unserer Anschlussklemme hier PE, das muss auf den PE angeschlossen werden, in dem Fall ist es mit so einer Krokodilsklemme gemacht und dann haben wir hier noch unsere zweite Messstrippe, die wurde eben bei L angeschlossen und auf die gehen wir dann auf die aktiven Leiter, also einmal L1, PE, L2, PE, L3, PE, NPE. Und das sind dann auch die Messungen, die wir durchführen müssen. Ich zeige euch das jetzt. Könnt ihr hier wieder auf OK gehen, kommt ihr zurück. Wir stecken zuerst mal die Messstrippen ein. Und dann können wir in unserer Verteilung auch schon nach dem entsprechenden Stromkreis suchen. Wichtig noch zu erwähnen, für die Isolationsmessung muss die Anlage oder muss der Stromkreis spannungsfrei geschalten sein. Wie in unserem Fall, wir gehen hier bei Q2 auf die 2F1 haben wir unser Kabel angeschlossen. Also, wir können auch einfach mal beginnen, indem wir jetzt hier mit dieser Messspitze auf die Hutschiene gehen. Die ist mit unserem Schutzleiter verbunden. Und mit unserer zweiten Messspitze gehen wir auf den Außenleiter hier oben über der Sicherung. Dann draufbleiben und dann seht ihr schon im Messgerät, okay, der Haken ist da, über 2000 Megaohm. Jetzt machen wir das Ganze noch zwischen PE und Neutralleiter, gehen hier drauf. Haben auch unser Messwert größer 2000 Megaohm und jetzt gehen wir noch zwischen Neutralleiter und Außenleiter. Und haben ebenfalls 2000 Megaohm. So, das heißt, wir können jetzt in unser Messprotokoll auch eintragen bei der Spalte Isolationswiderstand größer 2000 Megaohm. Damit haben wir jetzt auch die erste Messung schon erledigt und würden mit der nächsten weitermachen. Unsere zweite Messung ist der Kurzschlussstrom oder auch die Schleifenimpedanz. Dafür müsst ihr das Messgerät hier nochmal umstellen, geht hier auf ZS und dafür brauchen wir dann auch noch eine neue Messleitung. Haben wir diese hier, die könnt ihr einmal hier oben direkt einstecken, könnt ihr auch nicht falsch rum einstecken, geht nur in eine Richtung und dann habt ihr hier den ganz normalen Schuko-Stecker. Hier ist noch was zu erwähnen, hier seht ihr den kleinen weißen Punkt. Also der muss nach oben zeigen, damit euch dann das Messgerät anzeigt, auf welcher Seite ihr die Phase oder auf welcher Seite sich die Phase in der Steckdose befindet. Sollte normalerweise immer auf der gleichen Seite sein, in unserem Fall auf der linken Seite. Aber das können wir jetzt gleich mal testen. Also stecken wir das in unsere Steckdose ein. Da tut sich jetzt noch nicht viel im Messgerät, da wir hier die Sicherung noch draußen haben. Aber wenn wir jetzt in unserer Verteilung den RCD einschalten und die Sicherung, dann kommen wir hier schön die 230 Volt angezeigt und ihr seht auch hier oben auf dem Steckersymbol das L jetzt auf der linken Seite. Würde ich den Stecker jetzt drehen, dann zeigt er uns das L auf der rechten Seite ein. Aber es ist in unserem Fall auf der linken Seite und der Punkt muss immer nach oben zeigen. Genau, also ihr seht hier, unsere Spannung wird schon mal angezeigt zwischen L und PE 230 Volt, zwischen L und N 230 Volt und NPE 0 Volt. Das ist auch gut soweit. So, was wird bei der Schleifenimpedanz bzw. beim Kurzschlussstrom gemessen? Die Schleifenimpedanz wird zwischen Außenleiter und Schutzleiter gemessen. Es kommt öfter zur Verwechslung auch zwischen der Schleifenimpedanz und dem Netzinnenwiderstand. Und da ist der Unterschied, der Netzinnenwiderstand wird zwischen dem Außenleiter und dem Neutralleiter gemessen. Die Messung des Netzinnenwiderstands ist also keine Ersatzmessung für die Schleifenimpedanz. Die Messung gibt keine direkte Auskunft über den Schutzleiter. Bei dieser Messung wird vielmehr unterstellt, dass die Impedanz von Neutralleiter und Schutzleiter annähernd gleich ist. Wir bleiben bei unserer Schleifenimpedanz zwischen Außenleiter und Schutzleiter. Damit diese gemessen wird, obwohl wir hier einen RCD drin haben, der auslösen kann, kann man hier oben auch nochmal
den Prüfstrom einstellen, also dass wir hier nicht über 12 mA kommen, denn ab 15 mA könnte es sein, dass unser RCD auslöst und dann kann die Messung nicht durchgeführt werden. Das heißt, hier könnt ihr sowas noch entsprechend einstellen. Wir lassen das auf 12 mA, gehen auf OK und ihr könnt auch, bevor wir jetzt auf Test drücken, habt hier auch wieder dieses Fragezeichen. Da könnt ihr dann auch nochmal den Messaufbau sehen, wie man das Ganze durchführt. Also wir machen das Ganze hier mit dem Stecker. Gehen wir mal auf OK, drücken mal auf Test und schauen, was passiert. Wir haben jetzt hier den Wert von 171,2 Ampere Kurzschlussstrom und den Schleifenwiderstand von 1,36 Ohm. Also mit dem Wert 171,2 Ampere können wir jetzt erstmal noch nicht gar nicht so viel anfangen, denn wir müssen auf jeden Fall berücksichtigen, was haben wir denn für einen Leitungsschutzschalter. In unserem Fall haben wir hier einen B16 Automat. Jetzt müssen wir wissen, für was steht das B16. Das B steht dafür, dass hier der Leitungsschutzschalter bei dem 3- bis 5-fachen Nennstrom von den 16 Ampere innerhalb von 0,4 Sekunden abschaltet. Das heißt, 5 mal 16 sind 80 Ampere. Also bei 80 Ampere muss er innerhalb von 0,4 Sekunden abschalten. In der Praxis rechnet man da jetzt auch noch ein bisschen Toleranzen mit drauf. Da gibt es jetzt keinen in der Norm festgelegten Wert, aber in der Meisterschule wurde dort immer von ca. 30% gerechnet. Und wenn man auf 80 Ampere 30% draufrechnet, kommt man auf 104 Ampere. Aber wie auch immer, wir sind jetzt hier sowieso nicht ganz knapp dran, sondern wir sind mit 171 Ampere deutlich darüber und das passt auf jeden Fall. Das heißt, wir können in unserem Messprotokoll zum einen eintragen, dass wir hier einen B16-Automaten haben und dann auch, dass unser Kurzschlussstrom bei 171,2 Ampere liegt. Damit haben wir die zweite Messung abgeschlossen. Falls euch das Thema Leitungsschutzschalter, die einzelnen Charakteristiken B, C und so weiter interessiert, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Können wir gerne mal ein Video dazu machen über diese verschiedenen Auslösecharakteristiken, die Kurven und so weiter, was es da alles gibt und was es da früher gegeben hat. Also schreibt es einfach in die Kommentare, wenn euch das interessiert. Wir machen weiter mit unseren nächsten Messungen. Bei den Messungen geht es um den RCD. Da haben wir einmal die Auslösezeit und einmal den Auslösestrom. Da können wir bei unserem Messgerät das Rädchen wieder drehen, hier auf dieses Symbol, den RCD mit der aufsteigenden Treppe. Wir nehmen jetzt die folgende Einstellung hier. Auch wichtig, bevor man die Messung durchführt, nochmal einstellen, was haben wir für ein RCD. 30 mA, 100 mA, 300 mA. Das müssen wir dann auch in unserem Messprotokoll entsprechend angeben. Wir haben jetzt hier einen 30 mA RCD. Können das also mit OK bestätigen. Dann gibt es noch die Auswahl, was für ein RCD haben wir. Und da haben wir ganz normal Typ A RCD. Also können wir diese Einstellung auch beibehalten. Für die Messung relativ einfach in die Steckdose einstecken. Und dann könnt ihr schon die Testtaste drücken. Und jetzt seht ihr gleich das Ergebnis. Jetzt werden euch hier diese zwei Werte angezeigt. IA ist 23,7 mA. Das ist praktisch der Auslösestrom. Und das Ganze hat stattgefunden innerhalb von 18,6 Millisekunden. Diese beiden Werte können wir jetzt hier in unser Messprotokoll eintragen. Zu den Grenzwerten möchte ich euch jetzt aber auch noch mal kurz etwas sagen. Und zwar, die Grenzwerte für die Auslösung der Fehlerstromschutzeinrichtungen vom Typ A dürfen zwischen 35% und 140% des Nennstroms und sogar 200% bei 10 mA RCDs betragen. Der Auslösestrom für einen 30 mA RCD, so wie wir ihn in unserem Beispiel haben, dürfte zwischen 10,5 mA und 42 mA liegen. Das heißt, das ist zwar ein 30 mA RCD, vom Messwert ist es aber trotzdem noch in Ordnung, selbst wenn er erst bei 42 mA auslöst. Das ist auch noch wichtig dazu zu sagen. Das Ganze ist in der europäischen Norm IEC 61008-1 und die entsprechend deutsche DIN 61008-1 beschrieben, falls euch das interessiert und ihr das nochmal genauer nachlesen wollt. Bei der Auslösezeit liegt der Wert laut DIN VDE 0100 410 bei unter 0,4 Sekunden, ähnlich wie bei den Leitungsschutzschaltern.
Damit haben wir eigentlich die wichtigsten Messungen jetzt durchgeführt. Wir haben die Isolationsmessung durchgeführt, wir haben den Kurzschlussstrom gemessen und wir haben unseren RCD gemessen. Gleichzeitig haben wir die Anlage besichtigt und erprobt und können jetzt mit gutem Gewissen die Anlage an den Kunden übergeben. Wir werden die Messprotokolle noch fertigstellen, ablegen und dann kann die ganze Anlage in Betrieb gehen. Wir möchten nochmal Danke sagen an unseren heutigen Partner Elektrowandelt. Wie gesagt, ist einer der größten Elektroshops in ganz Europa mit einer riesen Auswahl von über 80.000 Produkten. Sehr faire Preise, kompetente Beratung und schneller Versand. Also, wenn ihr da was braucht, dann schaut gerne mal vorbei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr konntet was dabei lernen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Sollten noch irgendwelche Fragen offen sein, schreibt diese gerne in die Kommentare. Werden wir dann zeitnah beantworten. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß und sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!